Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zurück. Ich bin. Wie heißt denn das Gebiet hier überhaupt? Kapellenzugang. Ah, beim Kapellenzugang. Ja, die große Kapelle haben wir von oben schon gesehen. Ein paar Spinnen habe ich bekämpft und es sieht so aus, als müsste ich hier runter und da sind noch mehr Spinnen. Hoffentlich sind die nicht alle böse, weil ich die Kiste geraubt habe, aber wahrscheinlich schon. Wieso steht die Tür offen? Und dich habe ich von oben gesehen. Brauchst dich gar nicht hier unten verstecken. Oh, mal zu. Oh Gott! No! Wahrscheinlich war es nicht die beste Idee, die Tür zuzumachen, aber ich habe sie alle gekillt. Okay. Gut. Verwelktes Dämmerungskraut. Was bist du? Ein toter Gegner. Du spielst es zum Spaß immer etwa so weit wie ich bin. Nice. Cool. Das ist ja geil. Das ist neu. Schumm. Nein, bleib hier. Ah, verdammt. Ah, krieg ich's noch? Nein. Schade. Hallo? Jemand zu Hause? Ist das die Toilette? Darf ich mal da unten durchspickeln? Weiß ich nicht. Weiß nicht. Ja, YouTube ist ein bisschen weiter zurück aktuell zu diesem Zeitpunkt. Ja, ich bin mir nicht sicher, wie viel ich auf YouTube veröffentlichen werde. Ah, oh, das sieht alles mies aus hier. Da unten ist Treibsand. Holy moly, da darf ich nicht reinfallen. Lassen wir das. Dann ist hier wohl schon der richtige Weg. Hallo? In der Arbeit nebenbei geschaut. Ja, kann man machen. Nee, bleib, bleib. Egal. Ey, du bist ja. Was bist du denn? Komm her. Nee. Spinnenviecher. Große Titanenscherbe. Oh, Titanitbrocken. Nice. Ich glaube, ich habe jetzt zwei Stück davon. Ja, ich kann jetzt aktuell noch nicht sagen, wie viel ich wann auf YouTube veröffentlichen werde, ehrlich gesagt. Ich bin schon am Überlegen, es wieder bei einem Video täglich zu belassen. Oh, ich wollte nicht runterhüpfen. Jetzt ist es doch passiert. Ah. Hi. No. Oh, ich habe nicht auf mein Leben aufgepasst. Mist. Gut, also jetzt habe ich hier auf jeden Fall. Hoppla. Hau doch die dämliche Spinne, danke.
Gut, passt. Oh je. Lass mich mal rein. Lass mich mal rein. Nee, hör auf. Ihr seid. Nee, 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 nee. Und du wieder. Ach nö. Hier geht's nicht weiter. Shit. Ich will da rein, ich will da rein, ich will da rein. Oh, Mist. Ich hätte einfach drauf prügeln sollen. Immer her damit, immer her womit? Die Antwort kam jetzt, glaube ich, etwas spät. Kann ich eigentlich, glaube ich, am Leben lassen. Warum kille ich die? Nur die drei, die vier greifen mich an. Ja, mach das doch. Jetzt habe ich dich erwischt. Gut, aber ich dachte, die Tür wäre meine Rettung vor dem, was da unten so kreucht und fleucht. Ist es aber nicht. Okay, ihr seid Explosivfässer. Jawohl. Ah, der Estus-Flakon war jetzt minimal verschwendet. Nee. Nee, nee, nee. Nee, ach. Oh, was ist das da unten? Will ich da überhaupt hin? Nee, ich glaube, ich will hier gar nicht hin. Lassen wir das. Nee. Das ist schon wieder so eine Ecke. Da gibt es bestimmt irgendwas Tolles, aber da renne ich jetzt nur rein und sterbe. Dann mache ich sie halt von Hand auf. Hallo? Sonst nix? Sonst nix. Okay. Ja, gibt es. Schon wieder dieser Hinweis. Das ist voll der Stress, mich da jetzt durchzukämpfen. Komm, zurück. Nee. Jetzt hat. Hallo? Autsch. Will ich diesen Hebel ziehen? Ich weiß es nicht, ob ich das will, aber ich tue es einfach. In dem Fall wollte ich es wohl. Oh! Hey!
Ritualband des Südens. Sind Rattenschwänze. Ritualband des Südens. Plus eins, Moment, das ist irgendwas Waffenmäßiges. Nee. Ein Bogen? Nee. Vielleicht ein Schild. Kann man Ringe verstärken? Nee. Schild. Ah, da. Erlaubt die Aufnahme zusätzlicher Zauber. Okay, Wayne. Ach, guck mal. Hier ist die Tür, die mich hierher führt. Lass mal bitte. Ach, wow. Okay. Ohne diese Boys zu killen. Ja, den Händler dort, den, ja, an diese Figur habe ich mich erinnert. Ich weiß nur nicht mehr, was sie verkauft. Ich finde es irgendwie nicht so geil, dass es hier Fackeln gibt, dann wird's wieder dunkel. Hoppla. Zu schwer zum Öffnen wird. Hier, da ist Sand dahinter anscheinend. Oh je. Moment. Ja. Ah, ich wollte gerade. Ich habe gehofft, ich kann wegrollen vielleicht, aber nee. Hat er mich nicht machen lassen. Nee, nee, nee. Lass doch mal dieses. Alle wollen sie mir helfen. Ich krieg das schon hin, dieses Spiel durchzuspielen. Das sieht so aus, als würde ich mir wehtun, wenn ich da reingehe, deswegen mache ich es nicht. Sollen die da weiterarbeiten? Unendlich Menschenabbilder. Ja, okay. Wer zaubert hier? Ah ne, da hinter mir ist eine Spinne, lol. Wartet mal kurz. Kurzen Moment bitte. Aua, aua. Nein! Was für eine Reichweite die haben, ey. Wahnsinn.
Eie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 i. Okay, let's go. Sub. Sub. Oh. Dann kill ich dich halt nicht. Eigentlich wollte ich dich killen. Schneefall. Sub. Dämliche Tür, dich könnte ich auch kaputt hauen. Hauen wir mal die Türen kaputt, damit ich sie nicht immer aufmachen muss. So. Die bleiben mir, glaube ich, kaputt, ne? Da war irgendwas. Zack. Von euch will ich eigentlich echt auch nichts wissen. Ich will Fortschritt. Ich muss gucken, wo es hier weitergeht. Ja, euch muss ich bekämpfen. Nee, aufhören. Nicht mehr prügeln. Ich weiß, ihr seid Spinnies, ihr tut weh und so, alles gut. Warum muss jetzt hier schon wieder so ein roter Bastard da stehen, ey? Ach Mann! Ach, du bist mitgekommen, ne? Ja, das war. Ah, ich wollte zu schnell voran. Hoffentlich ist jetzt der rote Bastard weg. Was? Dass die einem ständig. Der kommt zu schnell voran. Der braucht jetzt Ausbremsung hier. Das gibt's nicht. Das kann nicht sein, dass der jetzt anfängt, durch Gebiete durchzurennen, die er noch nicht mal ganz erforscht hat. Wir müssen ihm einen roten Bastard in den Weg stellen. Das rote Phantom. Ich bin roter Bastard besser. Ah, die Tür bleibt nicht kaputt. Nee. Ach, dann kann ich sie auch so aufmachen, anstatt meine Waffe kaputt zu machen da dran. Hoppla. Hau sie einfach bitte, danke. Banditenaxt. Irgendwelche Manschetten. Ich habe gar nicht so viel Schaden bekommen, als ich da. Jetzt, ich wollte runterhüpfen und dann den Flakon nehmen. Hä, ich krieg da. Ein kleines bisschen Schaden bekomme ich. Ein winzig kleines bisschen Schaden. Oh Mann. Ah. Ah, wie oft streame ich DS2 die Woche? Eigentlich würde ich es gerne 3 bis 4 Mal die Woche schaffen, aber das klappt aktuell überhaupt nicht. Das klappt aktuell leider gar nicht. Montag, ist aktuell so der einzige Tag, der immer sicher ist. Meistens dann sogar schon relativ früh. Normalerweise ab 14, 15 Uhr schon. Warum drehst du dich denn jetzt um? Ah, und ich würde es wirklich gerne öfter machen. Aber dadurch, dass ich nicht öfter dazu komme, kommt auch YouTube ein bisschen hinterher. Also von dem her. Was macht eigentlich dieser einzelne Hund hier?
Waren hier nicht zwei Spinnen? Doch, da kommen sie. Ja, und der noch. Sehr gut. So. Wie machen wir das jetzt? Anders als vorhin. Diesmal gehen wir einfach hier rein und verprügeln die. Saufen bitte. Schnell. So, danke. Jetzt können wir hier mal den Loot mitnehmen. Glatter seidener Stein. Oh, Titanit, Brocken, Scholle, alles mögliche. Eine Fackel dreimal. Seidiger Stein. Jawohl, jawohl, jawohl. Verlorenes Gut. So. Ihr Spinnies. Kommt mal her jetzt. Wir machen das hier am Eingang. Die hat mich echt noch getroffen. Na bitte, geht doch. So schwer war es ja dann jetzt auch nicht. Ich habe eine Ahnung, wie der Boss aussieht. Das wird eine verdammte Spinne sein. Hättet ihr nicht mit euren Kumpels kommen können, als jetzt hier... Oh nee. Klar kann er von unten einen durchziehen. Durchziehen. Ja, immerhin sterben die mittlerweile ganz gut. Heimatknochen. Ist hier nochmal einer drin, oder was? Habe ich einfach die falsche Tür zuerst geöffnet? Nee, hier geht's weiter. Komm raus! Oh nee. Also ich habe definitiv keinen Bock, Spinnenscheiß zu berühren, um ehrlich zu sein. Ich würde hier gerne durchkommen, ohne dass ich Spinnenscheiß berühren muss. Weil wir, glaube ich, alle wissen, wie Spinnen funktionieren. Aber ich habe die Vermutung... Was steht er denn da unten so rum? Dass das der Weg ist über den Spinnenscheiß. Ich muss über den Spinnenscheiß laufen. Kann ich es auch anzünden? Das wär's. Da sitzt eine Spinne drunter. Einfach meinen Weg abfackeln. Ja. Hey. Oh, von hinter mir auch. Hallöchen. Weiß ich alles nicht hier. No! Aua! Saufi, Saufi, Saufi. Ich muss unbedingt saufen.
Oh oh. Scheiße. Ah! No! Och, Mann, ey. Von da hinten bis dahin latschen wieder. Ja, ja, alles gut. Komm, lasst mich mal hier einfach vorbei, bitte. Kein Bock auf euch. Auf keinen von euch. Sind die Türen da hinten jetzt offen? Die mit dem Hebel? Ha. Huh. Auf ein neues, genau. Lass mich einfach da durch, bitte, danke. Wäre gut, wenn die Tür da einfach offen steht. Ja, sie steht offen, sehr gut. Jetzt ist nur die Frage, schaffe ich das hier? Nein, ich schaffe es nicht. Okay, ich bin tot. Ich wollte, mir war es gerade aufgefallen. Ist das das Maximum, das man verliert? Wenn mit dem Ring, das ist natürlich nur noch ein Viertel und nicht mehr die Hälfte. Das ist ganz nett. In dem Fall hatte das, ich hatte den Ring schon angelegt. Das hatte nicht funktioniert, weil ich da schon die Hälfte verloren hatte. Und jetzt habe ich ihn angelegt, als ich noch mehr als ein Viertel, also mehr als drei Viertel voll hatte. Deswegen funktioniert es diesmal. Ich dachte, er macht das vielleicht auch rückgängig, aber das, ja, dadurch, dass ich schon so viel verloren hatte, den Ring angelegt hatte, habe ich es einfach nicht mitgekriegt. Oh, ich muss mich halt jetzt echt da vorne durchkämpfen. Das ist ein bisschen nervig. Schnauze. Und du hör mal auf, jetzt hier mit deinem Nebel rumzuspucken. Ja, anscheinend ja nicht. Ich habe es beim ersten Mal angelegt. Nee, ich habe den Balken angelegt und dann ist er nicht wieder hochgegangen, glaube ich. Also da bin ich, aber vielleicht habe ich es auch einfach übersehen, falsch verstanden, wie auch immer. Es kann schon sein. Ach ja, ihr trefft mich beide, ne? Am Feuer. Ja, ich habe ihn halt angelegt gehabt und dachte, das wird mir dann auch so angezeigt werden. Dass sie ihn hier rein positioniert haben, ist auch so mies, ne? Nee, hier kannst du nicht schnell durchlaufen, wenn du hier schon mal warst. Hier musst du alles platt machen, was davor steht. Weil der eine Typ darum gammelt. Dämlicher Gammler. So. Ja, lass mich erstmal vorbei. Ich habe gesagt, lass mich erstmal vorbei. Nicht hauen einfach. Ist das dein Loot? Ja, das ist dein Loot. Aber weißt du was? Jetzt ist es mein Loot. Fackel. Lauter Fackeln.
Ah, oh, wieder so ein Pharo-Ding. Schmutz. Todesreichweitenspinne. Wo ist denn hier der? Okay. Nicht anzünden. Du darfst ihn nur nicht in eine Niete stecken. Ja. Gleich das erste Ding, das ich hatte, war eine Niete. Klar hast du mich noch getroffen. So, und hier ist jetzt der Boss. Oh Mann, ey. Bis hierhin muss ich latschen mit dem Boss. Gibt's hier nicht irgendwo ein Leuchtfeuer, bitte? Irgendwo in der Nähe? Ich wäre euch sehr, sehr dankbar. Herren Dark Souls. Nee. Dice, please. Gebt mir ein Leuchtfeuer irgendwo. Dämmerungskraut, bla bla. Ich bin mit diesen Pharo-Dingern, da bin ich schon durch, wo so viele von denen waren. Da waren richtig viele davon. Einen habe ich benutzt, war eine Niete. Der zweite, den habe ich auch benutzt. Da ist vielleicht irgendwas passiert, keine Ahnung. Oh, Leute, 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 Leute. Leute, 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 Leute. Eieieiei. Jetzt hier in den Boss reinlaufen, ey. Oh, Mann. Und wer hätte es gedacht? Es sind Spinnen! Oh nein, es sind viele Spinnen als eine große. Sie schließen sich jetzt zusammen. Und machen eine Riesenspinne aus sich selbst. Ein Spinnennest? Was zum Teufel? Nein, oh Gott. Nee, da kommt sie, die Riesenspinne. Oh je. Oh Mann. BBQ, oh, raided mit einer Gruppe von 11 Personen. Dankeschön, hallo, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten, danke fürs Raiden. Ich muss hier mich gerade auf was anderes konzentrieren. Jetzt tut mir leid. Freya, die Liebste des Herzogs. Ja, Freya. Hoffentlich hat dein Herzog dir. Oh. Nee. Nee. Die ist steinhart. Kann ich dir nur eine ins Gesicht knüppeln, oder was? Och, nee. Ah. Oh Gott, was ist das denn? Nein. Was ist denn Raiden hier? Ein anderer Kanal. Oh oh. Nein, warte. Och, warum? Hör mal auf jetzt. Jetzt spuckst du hier auch noch irgendwelchen. Oh, hinten dran. Mein Dingens geht hinten dran. Dann sollte ich mal nach hinten gucken. Nein, das Ding hat zwei Köpfe! Das Ding hat zwei Köpfe! Ach du Scheiße. Ein anderer Streamer hat seine Zuschauer zu mir geschickt. Oh, Hilfe. Ich habe keine Ahnung. Ja. Oh. Scheiße, Mann. Oh, jetzt hat. Hi, Leute. Hi, Leute. Schön, dass ihr da seid. Freut mich. Ihr kommt pünktlich zum Bossfight, ja. Oh. Ich bitte darum, auch an die Raider jetzt, falls. Ich versuche Dark Souls wirklich ohne Hilfe durchzuspielen. Keine Tipps, keine Infos. Kein Backseat Gaming.
Ich weiß, es ist online eh schwer, das voll durchzuziehen, weil irgendwen gibt es immer, der irgendwas schreibt und ich lese ja alles. Aber ich versuch's. Ich versuch's so gut wie möglich, alle Tipps und Infos fernzuhalten. Deswegen auch an euch die Bitte. Ich habe dieses Spiel noch nie gespielt, habe nichts gegoogelt, winzige kleine Hinweise ab und zu mal in Anspruch nehmen müssen. Dark Souls 1 habe ich genau einen Hinweis, glaube ich, gebraucht. Und hier jetzt schon zwei oder drei, aber wirklich nur Kleinigkeiten. Du bist noch nicht so weit wie ich. Okay. Ja, dann noch jemand, der es ohne Hilfen probiert, oder wie? Nice. Boah, jetzt muss ich mir irgendwas für diese Spinne überlegen. Dann hoffe ich, du wirst hier nicht zu sehr gespoilt jetzt, ey. Aragog. Ach, ich kämpfe gegen Aragog. Nee. Du fragst schon mal nach, okay. Nee, ich versuche tatsächlich wirklich alles komplett ohne zu schaffen. Auch Dark Souls 1. Das könnt ihr bei mir auf YouTube nachholen, falls ihr auf sowas Bock habt. Ach, das ist schon auch nervig hier, ey. Oh, ich habe noch keinen Plan für diese dämliche Riesenspinne. Ah, nicht den falschen anvisieren, bitte. Danke. Das war seltsamer Schaden. Äußerst seltsamer Schaden, den ich da gerade gekriegt habe. Ich habe null Schaden an diese Riesenspinne gerade gemacht, ne? Oh Mann. Aber Fackeln, ich habe ganz viele Fackeln hier in dem Gebiet bekommen. Bringt mir die Fackel dann irgendwas? Kann ich mir kaum vorstellen. Hast du was gedroppt? Nee. So, das eine Mal bin ich hier runter gehüpft, dann bin ich ganz nach unten gefallen, glaube ich, oder? Nee, geht. Okay. Null Schaden ist schon mal ein Anfang. Ah, hi, da seid ihr ja. Ey, ach nee, die können spucken. Seit wann können die denn spucken? Immerhin die Klöten. Okay. Warum konnten diese Spinnen jetzt spucken, ey? Nee, das war jetzt nicht gut. Ach ja, ich hab's mir fast schon gedacht, dass das nicht so ganz klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich will nicht von hier hinten, jetzt muss ich jedes Mal von da hinten bis da nach vorne laufen. Ah, oh, Leute. Die
Ezio hier, der Daniel, der kann sich echt auch nicht zurückhalten. Das ist doch schon wieder so offensichtlich jetzt. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, dass ich das nicht selber rausgefunden habe. Dann halte ich mal nach Spinneneiern Ausschau. Ach Leute, ey. Die hat doch keine Eier. Ja, schauen wir mal. Ob ich da irgendwas jetzt... Naja, gut. Vielleicht war es auch einfach nur blödes Gequatsche. Das kann natürlich sein. Ich werde es rausfinden. Ach, dann kill ich es jetzt halt hier. Es war voll nervig, dass ich jetzt hier jedes Mal die Kills machen muss und hier nicht einfach durchlaufen kann. Reicht. Ja, das von dir kein in die Klöten. Ja, ja, alles easy. Das habe ich auch nicht als sowas empfunden, aber der Ezio im Chat, der hat hier schon den ein oder anderen, ist kaum da, auch auf YouTube, den ein oder anderen rausgehauen. Kritisch. Aber ich guck mal, jetzt muss ich ja erstmal wieder bis hinkommen. Fake-Tipps geben, genau. Einfach, genau. Das wäre auch eine Möglichkeit. Erstmal weg mit dir. Du bist nervig. So, du bist auch nervig. Mist, den kill ich nicht mit drei Schwüngen und dann macht er mir Schaden. Hm. Sie mich da trifft. Ich brauche viel zu viel Heilung, bis ich dort bin. Was war hier noch? Hier war nichts Spannendes, ne? Ne, da habe ich nur einen Ring bekommen, glaube ich. Immer stark zusammengerissen, Leben hart am Limit. Sehr gut. Ich würde hier echt gerne einfach durchlaufen, aber der da hinten, der eine Mob, ja, der Brunnen und die Kiste. Hier könnte ich mal eine Bombe reinwerfen. Vielleicht fällt es mir dann leichter. Ach, dass sie hier Schaden macht. Nein! Wollte nicht runterfallen. Verdammt. Tschüssi! Kommst du bitte da raus? Danke. Ne, da hinten liegt ja noch was. Bist du jetzt da rausgekommen? Ja, bist du. Ah! So. Jetzt klettert hier noch der ein oder andere hoch. Verabschiedest dich wegen Spoiler-Alarm. Vielen Dank nochmal für den Raid und kann ich absolut nachvollziehen. Ich wünsche dir einen schönen Abend und vielleicht bis zum nächsten Mal. Nee, kommt hier keiner die Treppe hoch? Okay, gut, von mir aus weiter. Jetzt habe ich nur noch 4 Flakons und dann zu diesem Ding da unten, das wieder so Minimobs dabei hat. Oh Mann, ey. Und dann kann die Spinne auch noch Magie nutzen. Es reicht ja nicht, dass sie 2 Köpfe hat. Ist ja nicht genug, dass es eine zweiköpfige Spinne ist, ne? Es muss ja auch noch eine magiewirkende zweiköpfige Spinne sein. Das ist unglaublich, echt.
Ah. Oh, nicht hinten, nicht rückwärts runterfallen, bitte jetzt hier. Ach komm. Ihr könnt mich alle mal kreuzweise. Oh nee, ah oh Gott, oh Gott. Ja, okay, alles klar. Hier ist gleich voll die Action am Start, wenn man hier reinkommt. Okay. Und sie kotzt. Ha. Und spuckt, sie kotzt und spuckt und lasert. Mache ich hier auch null Schaden? Ja, da mache ich auch null Schaden. Oh, noch eine. Dass die nicht gestorben ist. Ey! Nee, warum? Och, dass die nicht mit einem Schlag sterben. Ich muss die andere Hellebarde da. Du hast Fanpost bekommen nach dem fünften Mal derselben Welt, weil du neue Spieler angegriffen hast. Hier muss es doch irgendwo ein näheres Leuchtfeuer eigentlich geben, vermute ich. Ich muss da mal gucken bei dem großen Spinnennetz nochmal. Ich bin ja noch nicht mal richtig dazu gekommen, überhaupt mir das Muster des Bosses anzugucken, weil ich noch mit den kleinen Dreckspinnen beschäftigt war. Ach, dass da Kisten im Weg liegen, ist auch so ein Ding. Lasst mich doch einfach. Das ist unglaublich. So, wir hauen dem jetzt eine auf den Kopf. Nee, nee, nicht. Warum visiert er denn sowas an? Oh, den Gegner mitten auf dem Bildschirm, den will er nicht anvisieren. Aber die Spinne links unten. Wow. Die letzte Menschlichkeit geraubt. Okay. Ah, ihr könnt da. Ah, okay, passt. Da kann niemand hochklettern, weil die Spinnen den Weg versperren. Sehr gut. Passt. So, ist hier irgendwo irgendwas Leuchtfeuermäßiges? Nee, die Hellebarde will ich eigentlich behalten. Dass die kleinen Spinnenviecher auf jeden Fall mit einem Hit sterben. Die stirbt auch nicht mit einem Hit hiervon. Okay. Ich glaube, ich muss sie nochmal verbessern gehen. Dann müssten sie. Mittlerweile habe ich, glaube ich, genug Titanit-Gedönse. Yes. Okay. Kein allzu schlechter Anfang, hätte ich gesagt. Ach, sie lasert plötzlich bis hier rüber. Nee, kein PlayStation. Ich besitze keine PlayStation. Das sind zwei aneinanderhängende Körper hier. Oh. Nein! Och! Och. Ah, jetzt hätte ich die letzten beiden Minispinnchen gekillt, aber dann.
lasert sie mich weg. Verdammt. Ich besitze keine PlayStation. Es gibt so ein paar Spiele, die ich eigentlich unbedingt auch von der PlayStation runter streamen würde und die ich spielen will. Alle God of War Teile zum Beispiel. Die gibt's ja, die und die ersten drei gibt's ja, glaube ich, nicht am PC, sondern nur den neuen. So ein Demon's Souls würde ich mir vielleicht nochmal angucken. Und so weiter. Aber ich habe hier eine PlayStation 3. Das Problem ist, die lässt sich nicht richtig abgreifen. Dann bräuchte ich wieder eine Capture Card. Also bis ich PlayStation streamen kann, braucht es noch ein paar Prime-Abos. Du, da rauskommen bitte. Aua. Ey. Ragnarok? Das gibt's doch schon auf PC, oder? Dachte ich. Jedenfalls. Nee, wo war ich jetzt hier runtergegangen, dass ich so schnell nach unten gekommen bin? Hier. Ah! Das war ein bisschen ein weiter Fall. So, Laserspinne. Mach mal. Ey, wie sie aber... Also, dass sie mich da jetzt treffen konnte, das war ein bisschen rigged. Laserst du wieder? Du laserst wieder? Nein, ich kann da auch nicht durchrollen. Oh. Sie lasert wieder. Sie lasert wieder. Sie lasert wieder. Sie lasert wieder. No! Gut. So, lass mich doch jetzt bitte mal ganz kurz... Ach jetzt, hä? Warum? Also... Wegen diesem kleinen Bastardviech. Nein, 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 nein. Oh Mann. Und er rennt nicht. Er rennt nicht. Ja, eigentlich sollte man Demon's Souls ja vor Dark Souls spielen, ne? Weil es ja so ziemlich der geistige Vorgänger ist. Spinnies! Hallo, komm raus da. Nein, nicht treffen. Ja, das sind ja überhaupt die ersten Souls-Games. Also es gibt ja davor nichts, was dem nahe kommt. Das waren ja die Gründerspiele dieses Genres quasi. Hier irgendwas Leuchtfeuermäßiges? Nee, auch nicht. Da drüben irgendwie? Nee.
So. Muss ich dir tatsächlich auf die 12 geben? Nee, oder? Nee. Dadurch habe ich jetzt sogar Schaden bekommen, lol. Aua! Stopp! Nee. Okay, nee. Nein, der Laser! Och. Oh, ich lebe ja noch. Lol. Nein. Ah. Bloodborne, ja. Kommt auch alles noch, denke ich. Ich habe schon sehr viel Spaß an diesem Genre gefunden. Kruixo, gar nicht bedankt. Danke für den Follow, Mann. Sehe ich gerade. Vielen Dank. Noch einer, der mich leiden sehen will. Keiner, der hilfreich ist. Okay. Ich habe ja auch noch nicht mal, ich habe mich immer noch nicht, ich habe es immer noch nicht geschafft, einfach mal in Ruhe mir diesen, die Patterns anzuschauen und zu gucken, was der Boss macht. Aber bisher habe ich noch keine verwundbare Stelle auch gefunden. Niki, grüß dich, hi. Komm raus da. Ja, ihr trefft da. Das passt schon, das passt schon. Ich weiß Bescheid. No. Okay, danke, danke, danke. Ja, passt, alles gut. Mann, 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 Mann. Okay. Ich habe es noch nicht mal geschafft, diese kleinen Viecher wegzumachen und mich intensiv mit der Mechanik des großen Viechs zu beschäftigen. Oh, jetzt trifft sie, glaube ich, oder? Nee, gut. Wichtig, wichtig. Wichtig. Ich glaube, ein kleines hat überlebt. Kann das sein? Nee, alle weg. Alle weg, alle weg. Oh Gott, endlich. So. Das ist ein Drache hier. Da ist ein Drache. Lol, geil. Und den kann ich nicht aufwecken? Oder sowas? Ah ja, doch, guck mal. Da gab es jetzt Schaden. Aua. Aua. Nee. Nee. Ja, sowas in der Richtung habe ich fast schon vermutet.
Nein, das war scheiße. Oh, da bin ich festgehangen an seinem. Okay, jetzt reicht's, jetzt reicht's, jetzt reicht's. So, welche Ecke von euch lasert? Die. Dann kann ich der Ecke hier Schaden machen. Nice. Mhm. Yes. Huh, geht doch. Ja, wartet mal kurz bitte, ihr kleinen Mistviecher. Nee, 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 wir fangen jetzt hier nicht so an. Was ist das? Gib es mir. Große Seele umarmt. Aha. Earthstrike, ja. Ja, das war der erste richtige Versuch. Der erste richtige Versuch an dieser Spinnendame. Was ist das hier? Warum tut sich da sowas? Und warum höre ich hier was? Warum kann ich hier nichts machen? Egal. Da liegt sogar noch mein alter Loot. Das hat irgendwas mit dem Drachen auf sich, denke ich. Keine Ahnung, egal. Ich brauche ein Leuchtfeuer. Privatgemächer des Fürsten. Weg mit dir. Lichtsteinschlüssel, Duftzweig, Finsterquarzring. Ich würde mich gerne an seinen Platz setzen und ein Buch lesen. Darf ich bitte... Nee, okay. Hier wird nicht gelesen. Hier gibt's nur auf die Fresse. So gesehen, schon davor war es immer null Schaden. Ja, da siehst du mal. What the fuck? Hallo? 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 Kannst du was? Kannst du reden? Nee? Schon lange ist niemand mehr so weit vorgedrungen. Junge Hülle, wie wollt ihr euch dieses Fluches entledigen? Dann ergebt euch dem Schicksal, das euresgleichen erwartet, und stellt euch euren Prüfungen. Es sei denn, ihr habt bereits allen Mut verloren. Okay. Junge Hülle, es gibt nur zwei Wege, diese Welt zu beherrschen oder sie zu vernichten. Okay. Doch nur ein wahrer Monarch kann diese Wahl treffen. Nur ein wahrer Monarch kann diese Wahl treffen. Für wahr. Nur wenige haben es bis hierhin geschafft. Und doch ist eure Reise noch lange nicht an ihrem Ende. Halbfertige Hülle? Habt ihr wirklich das Zeug dazu? Na, will ich doch hoffen. Ja. Junge Hülle, sucht nach Wendrick. Okay, er, der fast zu einem wahren Monarchen wurde. Wendrick wird euch sicher den Weg geleiten. Okay. Heranwachsende Hülle, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Okay. Tschüss. Komischer
Baumriesengott. Hat mich gefreut. Es war meine Ehre. Jetzt ist wieder still. Urleuchtfeuer entzündet. Und damit danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.